der Hydrogen Dialog in Nürnberg ist eine der wesentlichen Plattformen aus unserer Sicht vom VDE für den Brückenbau und das Gesamtverständnis der Energiewirtschaft. Wasserstoff ist eine Komponente in der Energiewende. Wir haben die Batterien, wir haben die Produktion mit Solarenergie, mit Windkraft. Das Wesentliche, was hier passiert, ist, die einzelnen Teile wie Puzzlesteine zusammenzubringen und ein Gesamtverständnis, ein Vertrauen zu schaffen. Und das passiert hier in Nürnberg auf diesem Hydrogen Dialog. Ja, Wasserstoff hat ja in den letzten Jahren ein schwieriges Dasein gefristet, weil uns jeder erklärt hat, dass ja Erdgas viel billiger sei und Wasserstoff irgendwann ferne Zukunftsmusik sei. Jetzt sehen wir, dass wir vieles verschlafen haben in der großen Politik. Man hätte die Wasserstoffwirtschaft schon früher aufs Gleis setzen müssen. Und jetzt geht's aber schnell nach vorne. Wir sehen jetzt die Erzeuger, die Infrastruktur, die Verbraucher alle am selben Strang ziehen. Die Politik hat's kapiert und jetzt muss die Lawine losgehen. Die Herausforderungen aufgrund der Energiekrise aktuell sind riesig. Die Belastungen für die Unternehmen sind hoch. Umso wichtiger ist es, dass man sich jetzt vernetzt und schnell Chancen für die Zukunft identifiziert, die man gemeinsam verfolgen kann. Im Bereich Wasserstoff kommt es darauf an, das große Bild zu verbinden, eigentlich mit dem regionalen. Erstmal ist es natürlich wichtig, Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Das geht nur durch auch weltweite Importe von Wasserstoff, aber dann eben auch die Anwendung in der Region. Die Akteure müssen wissen, wann ist der Wasserstoff verfügbar, und um ihre Geschäftsmodelle dann voranzutreiben. Für den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft ist es erforderlich, schon jetzt Themen von Transport, Verteilung und Logistik mitzudenken. Und genau da kommen die bestehenden Erdgasnetze ins Spiel, die zu rund 500.000 Kilometern hier in Deutschland verlegt sind. Uns ist es wichtig, den Wert dieser Infrastruktur zu betonen, damit wir nicht ein komplett neues System für Wasserstoff nochmal dazu bauen müssen. Weil das Erdgassystem das in den wesentlichen Punkten auch schon kann. Der Financial Dialog des VDE für die Wasserstoffwirtschaft in Nürnberg versucht zusätzlich, wichtige Stakeholder zusammenzubringen, damit man nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle hat und dieses Marktvertrauen auch erzeugt. Und das starten wir hier bei der Messe Nürnberg auch im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Als McKinsey sind wir sehr gern beim VDE Financial Dialog dabei, weil wir wissen, dass es wichtig ist, dass Spieler aus der ganzen Industrie, im privaten Sektor und im öffentlichen Sektor zusammenarbeiten, um die Wasserstoffwirtschaft anzutreiben. Und das tut der VDE hier. Bei Munich Re glauben wir an die Zukunft von Wasserstoff und deshalb sind wir Kooperationspartner auf dieser Veranstaltung des VDE. Wir können den Wasserstoff nicht selber liefern, aber wir können helfen, Wasserstoffprojekte bankable zu machen. In der Wasserstoffwirtschaft erleben wir einen enormen Engpass an qualifizierten Ressourcen. Und da sehe ich einen sehr wichtigen Beitrag von VDE, die Attraktivität der Ingenieursberufe zu steigern, um die jungen Menschen dazu zu bringen, die Skalierung der Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Also der VDE Financial Dialog hat ganz viele wichtige Informationen aus unterschiedlichen Branchen, aus der Finanzwelt, aus der Industrie, aus der Politik zusammengebracht und gezeigt, dass die Wasserstoffökonomie eine disruptive Innovation ist. Und da ist es ganz entscheidend, die Geschwindigkeit möglichst schnell zum selbstlaufenden Wirtschaft zu kommen. Und all diese Informationen dazu werden wir in einem VDE White Paper zusammenfassen, um den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft die richtigen Botschaften an die Hand zu geben.